Klassik, Barock, Romantik, Moderne, Postmoderne, Postmoderne, oh, Antike. Uns schwirrt seit Schulzeiten der ohnehin schon vollgekrempelte Kopf von diesen Epochennamen, die überhaupt nichts verraten von dem, was sie bezeichnen. Erst wenn man sie mit Geschichten und Menschen bevölkert, geben sie ihr Geheimnis preis und beleben sich. So auch die sogenannte Renaissance, die ich noch nach dem Abitur, das muss ich jetzt mal in aller dummköpflichen Bescheidenheit zugeben und loswerden, lange Renaissance mit zwei N und einem S geschrieben habe, statt Renaissance mit einem N und zwei mal S. Dies aus einem einfachen Grund. Der Begriff sagte mir einfach nichts. Er begann mir erst etwas zu sagen, als ich die Geschichte des Hieronymus von Prag las und warum er hingerichtet wurde und wie. Manche waren nach dieser Hinrichtung dieses angeblich Ketzers bzw. Heretikers, Hieronymus von Prag, derart erschüttert, dass sie an Klerus Bibel Gottes Existenz zu zweifeln begannen. Der Rest der Zuschauer bei der Hinrichtung sah das ganz anders. Sie fanden es spannend. Das Wort spannend ist in Verruf geraten, weil es inzwischen fast alle für jede noch so langweilige Sache verwenden. Für Romane, in denen 600-700 Seiten lang gar nichts geschieht. Für Kindergeburtstage, wie für eine Doktorarbeit über die Adverbialkonstruktionen im Werk William Shakespeares und andere Merkwürdigkeiten mehr. Im sogenannten Mittelalter aber, da außer den Mönchen der Bibliotheksabteien kaum jemand lesen konnte, und es weder Kindergeburtstagspartys noch Netflix-True-Crime-Serien gab, war Spannung das geistige Grundnahrungsmittel der Spannung nur über Hinrichtungen zu ergattern. Makaber, aber wahr. Der Klerus dachte in erster Linie natürlich nicht an den Unterhaltungswert ihrer Veranstaltung, auch wenn er in helle Aufregung versetzt war dabei. Und viel brauchte es im Mittelalter nicht, um zu einem hinrichtungswürdigen Heretiker zu avancieren. Man musste etwa nur fordern, die Bibel sollte in einfache Volkssprache übersetzt werden. Und schon landete man auf dem Scheiterhaufen. Und der Klerus glaubte, das Feuer würde den Ketzer reinigen. Und die Zuschauer noch dazu. Für die Bevölkerung waren Hinrichtungen dagegen ein Fest für alle Altersklassen. Man betrank sich dabei und die Spannung bestand darin, ob der Ketzer davor noch bereute oder nicht und vor allem, wie er den Flammen standhielt oder eben nicht. So auch im Frühling 1416 Hieronymus von Prag. Man bat Gott um Sonnenschein, Regen hätte den Scheiterhaufen schlecht brennen lassen. Es war ein schöner Frühlingstag damals, in der Stadt Konstanz am Bodensee. Man kettete Hieronymus von Prag, einen Armutsprediger mit Doktorgraden von den Universitäten Oxford, Heidelberg und Paris, an den Pfahl des Scheiterhaufens. Er sprach das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser und brannte dann lange, zur Freude des gaffenden Publikums. Im Publikum stand allerdings einer, der diese Hinrichtung gar nicht spannend fand. Boccio Bracciolini. Für ihn brach die Welt zusammen. Er konnte nicht verstehen, wie der kluge und warmherzige Hieronymus ein Heretiker gewesen sein sollte. Und da er diesen großartigen Menschen nicht hatte retten können, so wollte er, beschloss er, von nun an zumindest jene Manuskriptschätze in seine Obhut nehmen, die vor der Bibel entstanden waren und die in den Abteien Europas weggesperrt, vermoderten und zerfielen. So wurde Bracciolini zum Bücherjäger. Und er kam bei den Äbten der Bibliothekskloster gut an. Er bestach Bibliothekare, um an ihr strengst Verbotenes heranzukommen, kopierte in Reichenau und St. Gallen eigenhändig Folianten und fand eines Tages in der Abtei von Fulda ein Werk, das alles zersetzte, was in Bracciolinis Epoche noch als die Wahrheit schlechthin galt.
Es war das Gedicht vom Wesen des Weltalls, eines gewissen Lucrez. Und dieses Gedicht lehrte, dass die Seele ein für allemal sterblich und es das höchste Ziel der Menschheit sei, sich das Leben nicht durch Ängste verderben zu lassen und das Leiden zu verringern. Gott war bei Lucrez eine Totgeburt furchtsamer Fantasie und damit war es auch jede Religion. Naja, da habt ihr bereits die ganze Renaissance, wenn auch in ihrer radikalsten Form. Mir ist Umberto Eco seit der Niederschrift des Buchs der Bücher für die Insel immer wie die Wiedergeburt von Poggio Pagliolini vorgekommen. Eco war ein Intellektueller und Manuskriptenjäger und Universalist, der mehr gelesen zu haben schien als der Rest der Welt. Und nicht aus Zufall. Umberto Eco hatte schon früh jene Geheimnisse geliebt, die Bibliotheken verbargen. Als er 16 war, wandelte er durch die Kreuzgänge eines Benediktinerklosters und wurde im Schreibsaal, also dem Skriptorium, von einem Schauder erfasst, als er dort einen wurmstichigen Folianten über christliche Märtyrer aufgeschlagen sah. In den 1950ern durchschmökerte er Antiquariate und da stand ein Exemplar der Poetik des Aristoteles. Und jetzt beginnt schon die Entstehungsgeschichte seines Meisterwerks, Der Name der Rose, das 1980 erschien. Die letzte Seite dieses Exemplars nämlich versprach eine Abhandlung über das Lachen. Und es kam Eco unheimlich vor, dass gerade diese stockfleckigen Blätter dem Ende zu an den Rändern immer mehr zusammenklebten, als hätte sie jemand mit einer gelblichen Tünche beschmiert. So wie der Serienkiller Jorge von Burgos in Ecos Roman Der Name der Rose dann die angeblich verschollene Abhandlung des Aristoteles über das Lachen mit Gift beschmiert, um die Neugierigen in der Abtei damit zu töten. Es genügte also eine kleine Merkwürdigkeit, an sich kaum bemerkenswert, um Ecos Fantasie in Gang zu bringen. 1978 war Eco Professor für Sprachphilosophie an der Universität Bologna und ein kleiner Verlag fragte bei ihm nach, ob er ihm nicht zum Spaß eine kurze, kleine Detektivgeschichte liefern könnte. Eco verneinte, nein, er schreibe keine Detektivgeschichten, sagte er. Und würde er jemals einen waschechten Kriminalroman mit einem Detektiv nach dem Muster des Who Done It, also Who Has Done It, wer hat's getan, wer ist der Täter, schreiben wollen, würde er gewiss mehrere hundert Seiten dafür brauchen und würde ihn in einem Kloster spielen lassen. Tage später fielen ihm die wie mit gelblicher Tünche beschmierten Blätter von damals wieder ein. Eco skizzierte Pläne für eine Abtei in Norditalien um 1327, die wie ein Spukschloss sein sollte und ein Hort voller Reliquien, ein Kräuterlaboratorium und ein Ort für Streitigkeiten zwischen den zerstrittenen Orden der Franziskaner und Dominikaner. Also ein in sich geschlossenes Universum, in das man leicht hinein, aus dem man aber nur schwer wieder herauskommt. Und in dieser Abtei sollte sich wiederum ein Universum für sich befinden. Eine labyrinthische Bibliothek, die Größe Europas. Die Kraft Haschisch und Zerspiegel, die Sinne verwirrt. Und in dieser Bibliothek, da gibt es einen, der dafür sorgt, dass man sie nur schwer wieder verlassen kann. Der blinde Bibliothekar und Serienkiller Jorge von Burgos. Eine Anspielung auf Jorge Luis Borges. Jorge von Burgos wiederum ist es, der das angeblich verschollene Manuskript des Aristoteles über das Lachen behütet und bewacht. So weit, so großartig. Aber hier hielt Eco plötzlich inne. Was nun? Wer sollte die Geschichte erzählen? Den Detektiv, einen wahren Renaissance-Menschen und Aufklärer vor der Zeit, den weitsichtigen Franziskaner und Büchernarren William von Baskerville, hatte er bereits. Ihm stellte er den Novizen Azon von Melk zur Seite. Jetzt aber entstand ein vermaledeites Problem. Eco konnte und wollte kein Pastiche schreiben, also den unlesbaren Stil eines Mönches aus dem 14. Jahrhundert nachahmen. So gibt Eco anfangs vor,
Er hätte in Prag die französische Version eines Berichts entdeckt, den der 75-jährige Dominikaner Adson im Stift zu Melk um 1385 verfasst hat. Und er, Eco, hätte die Version ins zeitgenössische Italienisch übersetzt, auch um sich bei der angeblichen Übertragung etwa die Freiheit zu erlauben, William von Baskerville und Adson von Melk zu Vorgängern von Sherlock Holmes und Dr. Watson zu machen. Adson sollte die Geschichte im Rückblick erzählen, auch darum, weil sich der Leser mit ihm wohl am ehesten identifizieren und weil Adson das Publikum auch am leichtesten durch die labyrinthische Handlung geleiten würde. Es gibt im Grunde nur wenige Gesetze, die man befolgen kann, wenn man gerne einen Seller landen möchte, ohne dass damit schon versprochen wäre, es würde auch einer dabei herauskommen. Aber ein Gesetz lautet mit aller Bestimmtheit, schreibt spannend. Und zum Spannungsaufbau gehört ein solcher Ort. Hier ein in sich geschlossener Ort, der noch einmal einen in sich geschlossenen Ort, die labyrinthische Bibliothek, enthält. Einen Killer natürlich und einen Grundkontrahenten, den Detektiv. Doch genügen diese Einfälle noch lange nicht. Ein Plot muss her, ein Plot entsteht aus Konflikten und vor Konflikten kann man sich im Namen der Rose kaum mehr retten. Da ist natürlich zunächst der Konflikt zwischen Killer und Detektiv. Dann zwischen den Dominikanern und den Franziskanern. Dann zwischen den ausländischen und den italienischen Mönchen in der Abtei selbst. Dann zwischen dem aufgeklärten Detektiv und dem Inquisitor der Mönche des Klosters als Anhänger des Terrorheretikers Fra Dolcino entlarven will und in einem unschuldigen, namenlosen Bauernmädchen seine dazu passende schöne Hexe findet. Bernard Guy. Mit der Pointe, dass dieses Pardon Arschloch die reinste Freude daran hat, in Mönchen die Häresie zu wittern, so wie einer der Mönche und bald auch Detektiv William von Baskerville in den Serienmorden das Serienschema der Johannesapokalypse erblicken wollen. Und ein Grund- und Kleinkonflikt ist es, der den Plot in Gang setzt. Der Miniaturenmaler Adelmus hat sich bereit erklärt, einem seiner Mitbrüder fleischlich gefällig zu sein, wenn er dafür einen Blick in das Manuskript des Aristoteles werfen darf. Dann beichtet Adelmus seine Verfehlung Jorge von Burgos. Jorge von Burgos verweigert ihm die Absolution. Aus Verzweiflung stürzt sich Adelmus in die Klosterschlucht und das Manuskript des Aristoteles wandert, am Rand mit gelbem Gift bepinselt, von einer Bruderhand zur nächsten. Venantius und Berengar, Severin und Malachias gehen daran zugrunde und damit auch, so will es der Serienkiller Jorge von Burgos, an ihrer Neugier und der Rechtfertigung des glaubenswidrigen Lachens, die Aristoteles mit seinem angeblich geistesvergiftenden Werk gelungen sein soll. Von Anfang an ist in den Gängen der Abtei unablässig von der Heraufkunft des Antichristen die Rede, von der letzten Ära der Menschheitsgeschichte, dem dritten Zeitalter. Der Serienkiller Jorge von Burgos hat dieses Schema aufgeschnappt. Nur das. Und nach diesem Schema begehrt er die Morde. Er macht das irre Gefasel wahr, indem er die Morde nach der Johannesapokalypse inszeniert, weil er sich nichts sehnlicher wünscht als das Ende der Welt, damit sein Glaube nicht mehr weiter verteidigt werden muss. Dürfen wir, fragt Ecos Roman, dürfen wir Religionen verspotten, an die wir selber gelassen, skeptisch oder gar nicht glauben, an die anderen, die so leidenschaftlich glauben, dass sie sich von jedem Witzwort beleidigt fühlen? Jorge von Burgos wird über diese Frage zum Selbstmordattentäter vor der Zeit. Er frisst am Schluss die Seiten des Aristoteles auf und setzt die Bibliothek in Brand. Aktuell, wie es heißt, und zwar vor seiner Zeit, aktuell ist der Roman also auch noch. Er lässt einen desillusionierten Erzähler, den alten Adson von Melk, zurück. Für ihn hat sich der Name Gott entleert und zu einem lauter Nichts verflüchtigt. Was wie das Evangelium des Johannes begonnen hat, im Anfang war das Wort, endet im Schweigen vollendeter Ratlosigkeit. So heißt es, kalt ist's im Skriptorium, der Daumen schmerzt mich.
Ich gehe und hinterlasse dies Schreiben, ich weiß nicht für wen. Ein Gott nämlich, dem es nach dem Unrecht verlangt, um das Gleichgewicht der Dinge zu wahren. Ein Gott, der zuließ, dass ein Bauernmädchen als Bettgespiel in Satans verbrannte, so wie die letzte Abschrift des Aristoteles und die gesamte Bibliothek, nur weil ein christlicher Ayatollah und Imam wie Jorge von Burgos so erregt, so fasziniert, so besessen davon war wie Khomeini von Salman Rushdies satanischen Versen. Ein solcher Gott hat für ihn keine Rechtfertigung mehr. Azzon wähnt zuletzt, sterbend einzugehen in eine stille und wüste Gottheit, in Einöde und Finsternis, da niemand heimisch ist. Am Schluss ist der Name der Rose ein Werk über das Lesen selbst. Wir lesen einen Roman, in dem Mönche vergiftet werden, während sie das verschollen geglaubte Buch des Aristoteles über das Lachen zu lesen beginnen. Das gibt einem während der Lektüre beträchtlichen Reiz her, obwohl man es erst gegen Ende erfährt. Wir lesen ein Buch über ein Buch, das die Leser zunächst betäubt, verwirrt, dann vergiftet. Womit wir zum Kern aller Literatur vorgedrungen wären. Um 1980, da jeder Schriftsteller noch schrieb, um die Welt zu verändern, gab Umberto Eco mit dem Namen der Rose dem Romancier die höchste Würde zurück, indem er schrieb aus reiner Liebe zum Schreiben und zum Erzählen und aus schierer Lust am Fabulieren. Das Leben sollte es wieder wert sein, mit wirklichem Lesen eines Buches für jede und jeden verbracht zu werden, unter Spannung gehalten und mit Erkenntnissen beschenkt. Also steht am Ende das Gesetz für jeden Seller, der die Jahrzehnte überdauern soll. Eco wollte gar keinen Seller schreiben. Er musste ganz einfach eine Geschichte erzählen, aus Freude am Erzählen, vollmundig, prall, opulent, unterhaltsam, gelehrt und enzyklopädienmächtig einsichtsvoll. Und einen Titel, so das letzte Gesetz, erfinden, der uns bis heute rätseln lässt, was er bedeuten soll. Ist die Rose das namenlose Bauernmädchen, mit dem Azzon die erste und die letzte Liebe seines Lebens erfährt? Umberto Eco wusste es, aber er verriet es nie. Und wenn wir gerade bei Büchern sind, noch etwas in eigener Sache, da wäre noch mein eigenes neues Buch, Die Launen der Liebe, wahre Geschichten von Büchern und Leidenschaften über Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die liebten, um davon erzählen zu müssen. Ich freue mich darüber, wenn ihr es lest, bin gespannt darauf, was ihr dazu sagt und jedes Feedback ist willkommen, entweder als Kommentar auf diesem Kanal oder als Kommentar an literaturistalles@gmail.com.